Who's Lara Croft? Wer ist Lara Croft? Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht wie andere Frauen. Wenn ich zu viel an sie denke, beginne ich meinen Verstand zu verlieren. Lara hat mir großen Erfolg eingebracht. Sie hat mein Leben verändert. Lara Croft ist die Heldin aus Tomb Raider, einem der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten. Mit 26 Millionen bisher verkauften Spielen ist Lara Croft reicher als die Königin von England. Sie ist auf mehr Titelseiten erschienen als jedes Supermodel. Die Werbeindustrie bekommt nicht genug von ihr. Die englische Regierung hat mit Lara Croft auf der ganzen Welt für britische Technologie geworben. Sie ist der Star eines mehrere Millionen Dollar teuren Hollywood-Films. Und außerdem ist sie sehr britisch. Lara Crofts Geschichte ist eine spannungsgeladene Story von Weltherrschaft und außergewöhnlichem Sex-Appeal. Lara Crofts Abenteuer führen sie zu Tempeln im fernen Osten und zu ägyptischen Pyramiden. Ihre eigene Herkunft dagegen ist viel bescheidener. I'm a big girl now. Hit me with the bad news. Nur wenige Superstars kommen aus Derby. It is bad news. Die kleine Industriestadt ist eher bekannt für Ziegel und Porzellan, aber sie ist tatsächlich der Geburtsort von Lara Croft. This place gives me the creeps. Laras Geschichte beginnt 1995 mit den Kritzeleien eines jungen Designers aus Derby. Das war noch bevor die eigentliche Arbeit an dem Spiel begonnen hatte. Ich arbeitete daran, einen weiblichen Charakter zu entwerfen. Und damit er besonders weiblich wirkte, musste ich die weiblichen Charakteristika überbetonen. Also gab ich ihr zuallererst lange Haare. Aber die einzige Art, wie wir das in einem Spiel verwirklichen konnten, war mit einem Pferdeschwanz. Damit sie athletisch wirkte, brauchte sie einen Sportdress, okay. Und weil sie eine Abenteurerin ist, brauchte sie etwas, um ihre Sachen zu verstauen. Also bekam sie einen Rucksack auf den Rücken. Toby Gard sagte, wissen Sie, ich habe da eine Idee für ein Spiel, bei dem man in Gräber steigt und Pyramiden und so. Und ich sagte, das hört sich ziemlich interessant an. Und an die Füße bekam sie Wanderschuhe. Und dann die zwei Pistolenhalfter mit den Gurten um die Beine. Die Art, wie sie anlegen, macht das ganze Bein interessanter. Ich bekam einen Anruf. Jeremy, du musst dir die neue Person ansehen. Und ich kam hinunter. Es war eine Frau und ich sagte, das ist ja mal etwas ganz anderes. Damals waren sich alle einig, dass man einen starken Mann brauchen würde. Und der Held sollte Amerikaner sein, sonst könnte man das Spiel in Amerika nicht verkaufen. Weibliche Charaktere verkauften sich nicht. Die weiblichen Charaktere, die man in den damaligen Spielen, meist in den Nebenrollen sah, wurden als Pin-Up-Girls dargestellt. Nicht gerade respektvoll. Ich wollte das ändern, indem ich eine weibliche britische Person entwarf. Eine richtige Heldin, die stark war und athletisch. Die nicht nur die niedrigsten sexuellen Instinkte ansprach. Und ich dachte, das sollte sich doch gut verkaufen. Zwar haben uns viele Leute für verrückt erklärt, aber es hat funktioniert. Als Toby anfing, an ihr zu arbeiten und sie zu animieren, sahen wir rasch, dass das wirklich etwas werden könnte. Schon von Anfang an hat Lara den verführerischen Körper einer Frau, die vor nichts zurückschreckt. Gefährliche Waffen in Verbindung mit attraktiven Kurven. Bei Lara ging es vor allem darum, ihre Weiblichkeit hervorzuheben. Und das hier kam zunächst dabei heraus.
Anfangs standen wir unter Druck. Man sagte uns, wir sollten vielleicht die Option eines männlichen Helden mit einbauen, damit man die eine oder die andere Rolle spielen kann. Aber wir dachten, das würde die ursprüngliche Idee des Spiels verwässern. Dann hätten wir zwei verschiedene Spiele. Es gibt Dinge, die hätten wir mit einem männlichen Charakter anders gemacht als mit Lara. Also hielten wir uns an die ursprüngliche Idee des Spiels. Es sollte Lara geben, oder Laura, wie sie damals hieß, und sie sollte die einzige spielbare Person in dem Spiel sein, und mit ihr sollten sich die Leute identifizieren. Das Spiel wurde natürlich ein voller Erfolg. Als Tomb Raider herauskam, war es das erste wirkliche 3D-Spiel. Es war tatsächlich revolutionär im Vergleich mit den Pseudo-3D-Spielen wie Super Mario. Hier gab es eine richtige Umgebung, in der man die Figur bewegen konnte. Und es war die erste glaubhafte Figur. Als Tomb Raider 1996 herauskommt, ist das Spiel eine Sensation. Und das nicht nur für Teenager. Die sexy britische Heldin regt die Fantasie der Spieler an. Lara Croft ist nicht nur eine Figur in einem Spiel, sie wird ein echter Star. Und die Leute wollen mehr von ihr wissen. Ich würde gerne sagen, dass Laras Geschichte eine geniale Idee war. Aber das kam alles nach und nach. Als die Leute und die Presse das Spiel sahen, begannen sie Fragen über Lara zu stellen. Wo sie studiert hat, wann sie Geburtstag hat. Anfangs hieß sie noch Laura Cruz. Und dann dachten wir, warum machen wir sie nicht britischer? Und warum machen wir sie nicht nur britisch, sondern richtig britisch, geben ihr eine gute Ausbildung? Sie ist aus einer gut situierten Familie. Sie ist sehr privilegiert aufgewachsen. Und aus Laura Cruz wurde Lara Croft. Sie war eine Art Emma Peel-Charakter, aus Schirm, Charme und Melone. Eine starke Persönlichkeit, eine schöne Frau, eine Draufgängerin. Aber sie ist nicht hart, sie kann jedoch kokett sein. Und da ist noch diese feminine Seite, weich. Easy come, easy go. So, we reach the sanctum of the ancients. The first footfalls in this tomb for centuries. Laras Entdeckergeist. Das Designerteam beschließt, dass sie ihn auf der Schule entwickelt hat. Where is our destination? A destination. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist Ägypten. Ich habe euch versprochen, dass ich euch alles vor Ort zeigen werde. I'll take you to the tombs. Ich werde euch die Gräber zeigen. And also to the Valley of the Kings. Auch das Tal der Könige und Luxor. And then I'll take you by und dann fahren wir mit Allradantrieb zum Sinai. Dann auf Kamelen durch die Wüste. Kommt ihr mit? Ihre Ausbildung erhält sie in Gordonston, einer renommierten Privatschule in den schottischen Highlands, deren Abgänger für ihren kühnen Abenteuergeist berühmt sind. Sie lagen unter den Pyramiden und später wurden die Grabstätten im Tal der Könige errichtet. Prinz Charles und Prinz Philip waren auf dieser Schule, also warum nicht auch Lara Croft? Man hat sie mumifiziert. Sehr gut, sie wurden mumifiziert, aber warum wollten sie das? Wenn ich den Namen Lara Croft höre, fällt mir immer zuerst das Schulmotto von Gordonston ein. In euch steckt mehr. In dir steckt mehr, als du denkst. Denn ich bin sicher, wo auch immer sie auf der Welt ist, was auch immer sie tut, das ist es, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie auf neue Herausforderungen trifft. In dir steckt mehr, als du denkst. Exemplary student, Lara, although you have not yet learned the root of all adventuring, the craving to win. Sie war vor meiner Zeit hier, das war vielleicht Mitte der 80er Jahre. Ich habe von ihr gehört, habe sie aber nie persönlich getroffen. You will not deviate from my instruction.
Dies ist eine sehr sportliche Schule. Viele der Absolventen besteigen den Mount Everest oder machen ähnliche Dinge. Go! This is merely an appetizer for the perils ahead. Das Ziel von Gordonston ist, die Schüler auf eine aktive Rolle als internationale Bürger vorzubereiten, auf eine Welt, die sich ständig verändert. Das ist genau das, was Lara ausmacht. Lara Croft ist also eine subtile Mischung aus Intelligenz und Bildung. Aber das, was die Öffentlichkeit vor allem fesselt, das ist Sex. Laras phänomenaler Erfolg liegt nicht nur an ihren erstaunlichen Abenteuern, die findet man auch in vielen anderen Spielen. Die zentrale Figur von Tomb Raider hat etwas Besonderes, etwas, das die Spieler süchtig macht. Lara Croft ist eine Art Idealfrau, deren verführerische Figur sicher nicht dem Sportunterricht in Gordonston zu verdanken ist. Ihre provozierenden Kurven gehören genauso zum Spiel wie die Gräber, die sie entdeckt. Eine Besonderheit, die vielen ihrer Bewunderer nicht entgangen ist. Man sieht ihren Po, ihren Busen. Ja, sie wissen, was sie tun. Sie haben alles beeinflusst. Sie wissen wirklich, was sie tun. Wenn man die Kamera herumschwenkt, dann kann man ihren Po sehen und auch den Rest. In der Welt der Computerhelden hat Lara eine Geheimwaffe. Oder sagen wir besser, zwei davon. Busen, das ist es. Doppelt so groß wie die von Pamela Anderson. Wenn ich den Namen Lara Croft höre, dann denke ich, wenn ich ehrlich bin, zuerst an ihre Oberweite. Das Erste, was mir einfällt, Titten. Ehrlich, aber wahr. Sie hat eine enorme Oberweite. Ein riesiger Busen. Wenn Lara in mein Geschäft käme, dann würde ich ihr sagen, sie brauchen einen guten BH. Über die Größe ihres Busens haben wir am meisten diskutiert. Bei ihrer Oberweite braucht sie einen guten Halt. Die Leute waren es nicht gewöhnt, eine Frau in einem Spiel zu sehen. Jeder starrte zuerst auf ihren Busen. Jeder glotzte sie an und wir sagten, okay, sie sind wirklich groß, wir werden sie kleiner machen. Aber dann sagte jemand anderes, nein, wir haben wirklich jede Größe ausprobiert. Man muss den Busen unterstützen und ihm eine schöne Form geben. Er soll ja nicht stören, wenn sie auf Löwen schießt oder von Bergen springt. Sie braucht wirklich guten Halt. In jedem Spiel hat ihr Busen seine Größe verändert. Ich habe mir immer gesagt, dass sie ihren Rucksack nur hat, damit sie nicht das Gleichgewicht verliert. Sonst würde sie nach vorne umfallen. Sie werden immer größer. Ihre Designer behaupten jedoch etwas anderes. Wir wurden immer besser und die Technik auch. So können wir mehr Pixel in Lara unterbringen. Das lässt sie reeller aussehen und gibt ihr eine schönere Form. Ich kann die Felder verschieben und ihnen genau die Form geben, die ich mir für Lara vorstelle. Diese perfekte virtuelle Frau nimmt unter den wachsamen Augen ihrer Designer Form an. Und sie sind es auch, die ihr all ihre Bewegungen beibringen. The model you see on the left here is the version of Lara that we Das Modell hier links ist die Version von Lara, die wir bisher im Spiel verwendet haben. So ein Feld nennt man Polygon. Lara besteht hier aus ungefähr 400 Polygonen. The Lara Croft on the right, what you see
Rechts, das ist die neue Generation von Lara Croft. Wie Sie sehen können, wurden hier viel mehr Polygone verwendet. Es sind jetzt ungefähr 4000. Das ist eine zehnfache Steigerung der Details, aus denen Lara besteht. Wenn man den Kopf näher betrachtet, kann man die Gesichtszüge sehen. Man kann jedes Detail ihres Gesichtes erkennen. Sie hat eine richtige Nase mit Nasenlöchern. Sie hat einen schön geformten Mund, Augen. Damit haben wir jetzt die frühere Gestalt ersetzt, die viel einfacher und auf die Grundlagen beschränkt war. Sie war auch weniger reell und weniger glaubhaft. Wir realisieren die Animation, indem wir zunächst ein Skelett der Figur anlegen. Es sieht fast wie ein menschliches Skelett aus. Hier kann man alle Knochen ihrer Hand sehen, die Finger. So können wir Lara bewegen und sie verschiedene Haltungen einnehmen lassen. Das ist die Grundlage für die Animation. Wir nutzen eine Technik, die Cinematic Inverse heißt. Damit können wir ihre Arme und Beine bewegen. Man kann sie verschieben und die gewünschte Haltung einnehmen lassen. Hier haben wir eine Laufsequenz, die wir für Lara entworfen haben. Sie basiert auf der früheren Animation von Lara, aber weil ihr Skelett jetzt komplexer geworden ist, konnten wir ihren Laufstil verbessern. Jetzt ist er detaillierter, flüssiger. Das sieht man auch daran, dass sie jetzt bewegliche Schultern hat. Wenn wir also eine Laufsequenz für Lara programmieren, dann können wir ihre Schultern dabei im Rhythmus der Schritte bewegen. So bekommen wir eine realistischere Animation. Auch in ihren Händen haben wir jetzt mehr Gelenke. Wenn wir also eine Animation programmieren, in der sie etwas aufheben soll, dann können wir das viel realistischer gestalten. Ihre Hand wird sich öffnen, um etwas aufzuheben. Hier haben wir ein Beispiel. Man kann die Details ihrer Hand sehen. Das konnte man früher nicht. Jeder möchte Lara so realistisch und glaubhaft wie möglich sehen. Lara Croft ist zwar nicht mehr als eine Software und farbige Polygone, aber bei einigen Menschen löst sie sehr reale Emotionen aus. Als ich das Spiel zum ersten Mal spielte, habe ich mich irgendwie in sie verliebt. Und ich glaube, ich bin es immer noch. Ihre Persönlichkeit und ihre Art, sich zu bewegen. Sie hat eine tolle Figur und einen wunderschönen Akzent. Sie ist perfekt. So etwas findet man nicht in der Realität. Da braucht man gar nicht zu suchen. Ich war mit vielen Mädchen verabredet, aber nie habe ich eine wie Lara getroffen. Die meisten Mädchen, die ich getroffen habe, sind nicht so hübsch wie Lara. Und das Tolle an Lara ist, dass sie immer da ist. Das macht sie vielleicht besonders anziehend. Man kann sich auf sie verlassen. Ich würde gerne jemanden wie Lara kennenlernen. Aber das ist wahrscheinlich unmöglich.
Wenn man allerdings Margaret Thatcher für sie als Vorlage genommen hätte, dann hätte man wohl mehr Lust auf sie zu schießen. Lara Croft ist wohl tatsächlich die perfekte virtuelle Frau. Sie wird nicht als Bimbo dargestellt. Sie ist sehr intelligent, sehr kultiviert und reist durch die ganze Welt. Außerdem sieht sie sehr gut aus. Sie ist einfach die perfekte Frau. Deshalb kann sie nicht real sein. Im wirklichen Leben ist niemand perfekt. Ich glaube jedenfalls nicht daran. Und genau deswegen ist es so spannend, diese perfekte virtuelle Person zu haben. Ist es nur ihre Perfektion, die uns anzieht? Oder ihre Art, sich zu bewegen? Oder liegt es daran, dass wir es sind, die ihre Bewegungen steuern? Ich glaube, sie ist die einzige Figur, für die man alle Knöpfe des Controllers benutzt. Das ist vielleicht der Grund, warum die Leute so versessen auf dieses Spiel sind. Man beherrscht sie vollkommen. Man hat das Gefühl, dass man mit ihr alles machen kann. Einen Spagat, laufen, nach vorne springen, zur Seite springen. Sie ist sehr wendig und geschmeidig. Man kann förmlich in ihren Körper schlüpfen, um sie zu bedienen. Die Leute haben das Gefühl, dass sie die Figur voll im Griff haben. Sie fühlen mit ihr, wenn sie von einem Vorsprung fällt und ihre Beine krachen, wenn sie unten aufkommt. Sie fühlen es selbst. Sie ist eine verletzliche Figur. Deshalb nehmen sich die Leute mehr Zeit zum Spielen. Sie springen nicht einfach drauf los und denken, das geht schon. Wir haben versucht, es so zu gestalten, dass der Spieler sie beschützen möchte. Das ist ein wichtiges Element des Spiels. Wenn sie von einem Vorsprung rutscht, dann verliert sie nicht einfach nur ihr Leben, sondern sie muss sich zusammenkauern und langsam runterrutschen, wie im richtigen Leben. You're not worried about me. Yes, somebody has to. Touching, but don't wait up. Lara Croft ist also eine Heldin aus einem Videospiel, die man liebgewinnen kann, die uns bewegt. Eine perfekte Frau, die man mit einer Fernsteuerung bedienen kann. Oder ist sie es, die uns steuert? Als Tomb Raider auf den Markt kommt, gibt es rasch Gerüchte über Spieler, die süchtig geworden sind und deren ganzes Leben von Lara bestimmt wird. Das Album The Fat of the Land von Prodigy kommt mit einiger Verspätung heraus. Und wer ist schuld daran? Lara Croft. Wir wurden jeden Tag angerufen. Sie wollten wissen, wie es läuft. Andauernd rief der Produzent an. Aber wenn wir sagten, dass alles in Ordnung sei, war er zufrieden. Er dachte wohl, wir seien im Studio. Aber wir waren natürlich nicht dort. Wir spielten mit Lara Croft. Wir konnten nicht mehr aufhören. Das ist eine Sucht. Das kann man nicht erklären. Es ist unmöglich, nur einen Teil zu spielen. Ich spielte bis 5 oder 6 Uhr morgens. Das Spiel hat meinen ganzen Lebensrhythmus durcheinander gebracht. Liam rief mich an und sagte, ich bin in der Grotte, ich kann das Gold nicht finden, hier ist eine riesige Ameise und bla bla bla. Und ich sagte, sprich mit Sophie, sie hat diesen Teil schon gemacht. Manchmal lief es so, hallo, hier ist Lee. Lee wer? Ich bin ein Freund von Charlie. Da waren Leute, die ich kaum kannte, die mich zu den unmöglichsten Zeiten anriefen. Wenn sich die Leute in ihrem Leben und beim Lernen genauso anstrengen würden, wie sie sich ins Zeug legen, um dieses Spiel zu Ende zu spielen, dann hätten sie bessere Jobs und würden viel weiterkommen. Es sind jedoch nicht nur Popstars, die dem Charme von Lara Croft erlegen sind. Wenn ein Fußballspieler schlechte Form zeigt, dann ist natürlich sie schuld.
In einem mörderischen Spiel zwischen Newcastle und Liverpool ist der englische Nationaltorwart David James weit entfernt von seiner Topform. Dreimal muss er hinter sich ins Netz greifen. Und wieder ist es die Schuld von Lara Croft. Lara Sarah, ich weiß es nicht. Mein ganzes Leben hatte ich von dieser Frau noch nichts gehört, bis dieser Blödmann David James. Das soll ich eigentlich nicht sagen, denn ich habe durch ihn Geld verdient. Aber er hat eben diese drei Tore gegen Newcastle verschuldet. Ich bin Fußballagent. Ich bin dafür da, dass meine Spieler reich werden. Aber an diesem Tag wurde einer ärmer. Er war die ganze Nacht aufgeblieben, um dieses Spiel zu spielen. Und er war schlecht, so schlecht, dass er besser in einer Gasse von Liverpool gespielt hätte und nicht für die Mannschaft von Liverpool. Ich glaubte, er hätte gesagt, er sei die ganze Nacht mit Tom Raider aufgewesen. Und ich dachte mir, vielleicht ist er schwul. Es waren Scheißtore. Besser, ich denke nicht mehr dran. Fools! The Croft Woman has outsmarted you, yeah? Each night, I beat myself rid of these fantasies. But it is indeed a test. Für unzählige Ehefrauen und Freundinnen auf der ganzen Welt ist Lara Croft eine Rivalin geworden. James Boscher weiß das nur zu gut. Ich muss mich beim Spielen konzentrieren. Ich setze mich hin, mache das Licht aus und den Fernseher an und sehe vor allem Lara an. Wirklich. Am Anfang hat mich das wirklich geärgert. Er spielte die ganze Zeit. Das ging so. Spielst du wieder Lara Croft? Spielst du wieder Lara? Eigentlich haben wir unsere Freizeit immer zusammen verbracht. Aber jetzt spielt er Tomb Raider und ich warte. Das geht ihr fürchterlich auf die Nerven. Er sagte, alles okay? Und ich sagte ja und tat so, als ob es mir gefällt, damit ich bei ihm sein kann. Aber zwischen uns stand Lara Croft. Als Kelly schwanger war, spielte ich die ganze Zeit. Ich nahm sogar eine Woche Urlaub, von Montag bis Freitag, um zu spielen. Für mich hat er nie 5 Tage frei genommen, aber er nahm 5 Tage frei, um mit Lara Croft zu spielen. Das ärgert mich schon manchmal. Ich habe 11 Monate gebraucht, um das zweite Spiel zu schaffen. Ich weiß, dass das dritte und vierte wahrscheinlich noch länger dauern werden. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Männer eben. Sie haben ihre kleinen Fixierungen. Aber ich weiß, dass er mehr Lust auf mich hat als auf sie. Ich mache mir also keine Sorgen. Bei einigen Menschen geht die Leidenschaft für Lara und Tomb Raider schon ins Extreme. Jedes der Tattoos auf John Sandersons Körper ist aus dem Spiel. Und der Star der Show ist natürlich Lara. Es ist schmerzhaft, es ist natürlich schmerzhaft, wenn einem jemand eine Nadel in den Arm sticht. Aber es ist für eine gute Sache. Wenn ich die Person mag oder das Bild, dann lasse ich es mir tätowieren. Im Moment ist es nur ein Arm und mein Rücken. Es gibt also noch viel Platz. Willst du noch mehr? Ja, kann gut sein. Aber es ist sehr persönlich. Aber es ist mir egal, was andere Leute denken. She
Sie ist okay. Sie ist leicht zu machen. Mit ihr kann man leben. Bitte sehr. Sie ist fertig. Danke. Sehr schön. Ja. Wieder ein neues. Es ist schön zu wissen, dass ich immer ein hübsches Mädchen an meinem Arm haben werde. Wenn Lara jemanden davon überzeugen kann, sich tätowieren zu lassen, Miss Croft, dann kann sie bestimmt auch jemanden überzeugen, etwas zu kaufen. My books. You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Lara als Werbebotschaft war geboren. Lara ist aus dem Spiel herausgetreten. Sie hat sich in die Gesellschaft integriert. Lara als PR-Mädchen ist ganz anders. Sie will gefallen. Sie schickt Küsschen an alle, die eines wollen. Sie trinkt nicht, sie raucht nicht, sie hat einen sehr einfachen Lebensstil. Okay, sie bringt Leute um, aber das ist eine andere Sache. Der Vorteil von Lara ist, dass sie keine Geschichte hat. Sie hat noch nie etwas falsch gemacht, sie wird nie enttäuschen, sie wird nie im Fernsehen oder auf Video erscheinen und sagen, nun ja, ich tat dies und das, als ich 18 war. Und jeder macht dann, Oh, Lucasade! Firmen auf der ganzen Welt nahmen Laras Dienste in Anspruch. Denn die Heldin hat Eigenschaften, die ein normaler Mensch niemals erfüllen könnte. Wenn Lara Getränke verkauft, auf den Titelbildern erscheint, irgendwann haben die Leute genug von ihr. Ich glaube, unsere Kultur ist gesättigt. Tatsächlich haben nicht nur große Marken in Lara investiert, auch berühmte Musikgruppen. Eines Tages bekamen wir einen Anruf. Hier ist U2. Wir würden Lara und ihr Image und das, was sie darstellt, gerne auf unserer nächsten Tour einbauen. Da legt man dann auf und man kann es nicht fassen. Da ist eine Rocklegende, U2, und die wollen eine Person nutzen, die wir geschaffen haben. Das war ein fantastisches Erlebnis. Für sie war Lara eine Ikone des 20. Jahrhunderts. Laras Sexappeal ist schon auf allen Kontinenten verkauft worden. Es ist also nicht erstaunlich, dass manche versucht haben, noch mehr von ihr zu sehen. What is it, man? What have you found? Das Internet ist der ideale Ort, um den Leuten das zu zeigen, was sie sich bis dahin nur vorgestellt haben. Feast your eyes on this, Lara. Könnte sein, dass sie die erste virtuelle Person war, die sich ausgezogen hat. Ich glaube ja. Man kann aus dem Internet Software runterladen, mit der man ihre ganze Kleidung ausziehen kann. Nur den Pistolengürtel nicht. Es gibt eine Version, die heißt Boob Raider. Dort hat man den Körper von jemandem anderen dem Gesicht von Lara hinzugefügt. Und wenn man an einem bestimmten Punkt auf einem bestimmten Level ankommt, dann kann man sie anscheinend vor- und zurückspringen lassen und dann zieht sie ihre Kleider aus. Natürlich war sie ein leichtes Ziel, auf einem Medium wie dem Internet. Die Leute konnten die Bilder verändern und Sachen machen, die wir nicht autorisiert haben. Anfangs waren wir sehr wütend und haben versucht, das zu verhindern. Lara saw enough of the power of this artifact to recognize its rightful place was where man could never again misuse it. In jedem Spiel schießt sie auf Leute. Außerdem nimmt sie wertvolle Gegenstände an sich. Das ist Diebstahl. Und sie begeht Hausfriedensbruch. Das sind drei Verbrechen, einschließlich Mord.
Interessanterweise ist das für die Videospielindustrie in Ordnung. Aber sobald sie nackt ist, dann ist das nicht mehr akzeptabel. Wenn es pervers wird, dann sagen wir Stopp. Wir werden sie bis zum Tod beschützen. No need for unpleasantries, Miss Croft. Wer weiß, vielleicht dreht einmal jemand einen Porno und nicht nur einen Spielfilm. Und so wie ich mich kenne, leihe ich ihn mir vielleicht sogar aus. Lara ist für einige ihrer Fans so real, dass vom Spiel zur Wirklichkeit nur ein kleiner Schritt ist. Und warum sie also nicht in Fleisch und Blut verkörpern? Ich hatte den Nachmittag frei und spielte bei einer Freundin Tomb Raider. Sie hatte das Spiel gerade gekauft. Am Abend wollte ich auf ein Kostümfest gehen und habe nach einer Idee gesucht, wie ich mich verkleiden könnte. Da sagte sie zu mir, du siehst ihr so ähnlich. Warum gehst du nicht als Lara Croft? Und umso mehr ich darüber nachdachte, umso mehr Ähnlichkeiten stellte ich fest, auch zwischen der Biografie, die sie geschrieben haben, und meinem eigenen Leben. Ich habe also ein Kostüm entworfen, auf das ich sehr stolz war. Ich ging zu dem Fest und es war ein großer Erfolg. Das Thema war Ägypten und ich war überrascht, dass sonst niemand daran gedacht hatte. Ich war die einzige Lara Croft. Das ist das klassische Kostüm. Das ist das erste Oberteil, das ich gekauft habe. Hier sind alle charakteristischen Details. Der Pferdeschwanz natürlich, die Sonnenbrille, der Lederrucksack und der Pistolengürtel mit der Kupferschnalle und den zwei Revolvern. Ich lasse das an der Puppe. Das ist witzig. Mein zweites Kostüm ist aus Tomb Raider 3, in der Zone 51. Sie trägt eine blaue Kampfhose und ein graues Top. Dazu wieder den Rucksack und den Pistolengürtel. Immer noch aus Tomb Raider 3 ist das Arctic-Outfit, denn ich wollte auch etwas für den Winter haben. Und wahrscheinlich mein Lieblingskostüm ist das schwarze aus Auf den Spuren von Lara Croft mit dem Headset-Mikro und der Sonnenbrille. Ich musste den Sachen einen ganzen Schrank widmen. Es gibt noch ein oder zwei andere Outfits, die sie hat, die ich aber noch nicht ganz zusammen habe. Eine Jacke, ein paar Tops und Shorts. Ich hoffe, ich bekomme sie noch. Dann habe ich eine komplette Sammlung. Lara certainly knew how to paint the town red. Ich muss zugeben, das Lara Croft Kostüm ist ideal zum Ausgehen. Die Leute bleiben stehen und starren mich an. Vor allem, wenn sie schon ein paar Drinks hatten und gefeiert haben. Sie trauen dann ihren Augen nicht. Diese Person, deren Hintern sie die letzten 5 Jahre angestarrt haben, erscheint ihnen in der Realität. Natürlich machen sie sich an mich heran, aber nach ein paar abgedroschenen Sätzen fällt ihnen meistens nichts mehr ein. Lara Croft ist eine Dame, sie ist höflich und würde nie zu irgendjemandem grob werden. Sie würde auch nie aggressiv werden, außer sie wird bedroht. Also bin ich natürlich auch sehr höflich und sage sehr freundlich nein. Es gibt auch Frauen, die diese Person sexy finden, so wie die Männer. Ich hatte Angebote von beiden Seiten, wenn ich das Kostüm anhatte. Sie ist offensichtlich eine universelle Fantasiefigur. Die Leute fragen mich immer, was in meinem Rucksack ist, vor allem in der Disco. Sie erwarten natürlich, dass ich alle Sachen dabei habe, die auch Lara immer dabei hat. Ich habe tatsächlich ein Erste-Hilfe-Täschchen, ein sprudelndes Getränk,
sogar diese Leuchtraketen. Aber eins der nützlichsten Dinge, die ich dabei habe, ist diese Weltraumfolie. Das bedeutet, dass ich keinen Mantel brauche, wenn ich in einen Nightclub gehe. Und wenn ich morgens auf ein Taxi warte, dann kann ich mich in die Folie einwickeln. Die hält einen schön warm. Miss Croft did enjoy her little games. Für einige ist es ein Hobby, sich wie Lara Croft anzuziehen. Für andere ist es ein Beruf. Lucy Clarkson ist eine der vielen offiziellen Lara Croft-Doppelgängerinnen. Sie repräsentiert Lara bei Messen oder bei Präsentationen neuer Produkte. Die erste Regel für Lara Croft-Doppelgängerinnen war immer, dass sie nicht sprechen dürfen, wenn sie das Kostüm anhaben. So eine Regel erscheint seltsam, aber es war die einzige Möglichkeit, den Leuten klarzumachen, dass Lara nicht real ist. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie die Revolver richtig halten. Das ist es, was den Leuten zuerst auffällt, wenn die Revolver nach unten zeigen zum Beispiel. Es liegt also an mir und am Model, sicherzustellen, dass sie den Revolver wie ein Mann hält. Oder wie jemand mit Erfahrung. Lara Weller war das offizielle Lara Croft-Double 1999. Ich habe gelernt, die Bewegungen richtig zu machen. Sie hat eine ganz bestimmte Art, ihren Revolver zu ziehen. Und auch ihr Gang, sie hat eine ganz eigene Haltung. Ich durfte in der Öffentlichkeit nicht essen und trinken. Ich durfte als Lara Croft auch nicht sprechen. Es ist ziemlich schwierig, die echte Lara Croft zu sein. Zigarette? Ich darf im Kostüm nicht rauchen. Ich persönlich glaube nicht, dass jedes Model ein Lara Croft-Double sein kann. Die Models der Modenschauen sind sehr schlank, sehr grazil und manchmal sind sie so dünn, dass sie keinerlei Rundungen haben. Der Körper, das ist das Erste, was wir bei einer jungen Frau ansehen. Sie muss athletisch sein, eher kräftig und gut geformt. Und dann braucht sie natürlich auch noch bestimmte Rundungen. Was ihre Haltung angeht, sie steht ein bisschen breitbeinig, wie ein Cowboy. Aber mit einem weiblichen Touch, ein bisschen sexy. Sie lassen sich mit mir fotografieren und dann gebe ich ihnen mein spezielles Lara Croft Autogramm. Und dann sagen sie, oh, ich werde das Bild mein Leben lang behalten. Wenn Männer Lara Croft in echt sehen, dann kann man nicht vorhersagen, wie sie reagieren werden. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. So ist es. Alle lieben Lara. Naja, vielleicht nicht alle. Phil Chapman, auch bekannt als Dr. Evil, verbringt seine Zeit damit, neue Wege zu finden, wie er sie töten könnte. Es ist eine schmutzige Arbeit, aber irgendjemand muss sie ja machen. Well, kill her! Man schätzt, dass die Fans auf der ganzen Welt schon 500 Millionen Stunden damit verbracht haben, Tomb Raider zu spielen. Die meiste Zeit davon versuchen sie, Lara am Leben zu halten. Denn Lara ist keine unverwundbare Superheldin. Sie bezahlt den Preis für unsere Fehler. Der Tod ist ein wesentlicher Teil ihrer Existenz. Phil Chapman arbeitet bei Core Design, Laras Muttergesellschaft. Aber man kann nicht sagen, dass er väterliche Gefühle für sie empfindet. Er denkt sich aus, wie man sie noch töten könnte. Er wird dafür bezahlt, sie immer und immer wieder umzubringen. Ich suche pausenlos Wege, sie umzubringen.
Darum geht es. Alle anderen versuchen sie zu retten. Ich versuche sie zu töten. Die Ideen kommen nicht aus meinen Albträumen. Sie kommen einfach irgendwo aus meinem Kopf. It is a sad day, Winston. She will live on forever in our hearts. Surely, Winston. Indeed, indeed. Nur kurze Zeit, nachdem Lara Croft auf den Markt gekommen ist, verlässt ihr Schöpfer, Toby Gard, die Produktionsfirma und lässt sich dadurch Millionen entgehen. The first thing that springs to mind, if you say Lara Croft... Was mir zuerst einfällt, wenn Sie Lara Croft erwähnen, dann ist das Gefühl, etwas verloren zu haben. Weil ich gleich nach Tomb Raider wegging, war ich nicht da, als das Spiel so richtig eingeschlagen hat. Das macht mich schon traurig, aber nicht wegen des Geldes. Denn es geht hier wirklich nicht um das Geld, mir jedenfalls nicht. Für mich ging es nur darum, ein Spiel zu machen, das den Leuten gefällt. Das hört sich vielleicht ein bisschen albern an, aber es ist so. Geld zu haben ist schon schön, man kann sich damit etwas kaufen, aber das ist nicht wirklich wichtig. Ich muss mich davon distanzieren, weil ich keinen Einfluss darauf habe, was passiert. Ich habe aufgehört zu versuchen, sie zu beschützen, weil sie mir einfach nicht mehr gehört. Aus einer Bleistiftzeichnung entstanden, hat sie internationalen Ruhm erlangt. Sie verführt uns mit ihren Fähigkeiten. Sie verwischt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Sie ist immer bereit, das zu tun, was wir wollen. Sie ist immer in unserer Hand. Aber der wahre Grund für die Faszination, die sie auf uns ausübt, ist wahrscheinlich, dass die wahre Lara Croft immer unerreichbar bleiben wird.